Moin, der Baby hier. Willkommen zurück. Heute schauen wir uns mal die KGM40 an. Eine starke und sehr einfach zu spielende Fernkampfwaffe, besonders was den Rückstoß angeht. Und wie man die am besten spielt, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Fangen wir als erstes mit der Mündung an. Hier nehmen wir den MX-Schalldämpfer mit für die Rückstoßkontrolle und für die effektive Reichweite. Als nächstes Lauf. Hier nehmen wir den Reisdorf 720 mm verhüllt mit für die Rückstoßkontrolle, für die Präzision, für die Kugelschnelligkeit, damit wir die Waffe allgemein besser beherrschen können. Unterlauf. Hier nehmen wir den M1941 Handstopper mit für die Rückstoßkontrolle und für die Präzision. Als nächstes Magazin. Hier spielen wir das 8 mm Klauser 60 Schuss Trommelmagazin. Munitionstyp. Hier spielen wir verlängert für die Kugelschnelligkeit. Griff. Hier nehmen wir den Polymergriff mit für die Präzision und Rückstoßkontrolle bei Dauerfeuer, wodurch wir die Waffe auch nochmal ruhiger bekommen. Als nächstes haben wir jetzt die Beinextras. Beim Extra 1 nehmen wir fester Griff mit für die Präzision und Rückstoßkontrolle bei Dauerfeuer, wodurch die Waffe auch nochmal ruhiger wird. Und beim Extra 2 nehmen wir Parat mit für die ZV-Geschwindigkeit und Ausrüstungsgewandtheit. Man kann auch Vollgeladen mitnehmen für die maximale Startmunition, also das kann man sich aussuchen. Als nächstes haben wir jetzt noch den Schaft. Hier spielen wir den Krausnick 12V für die Präzision, für die Rückstoßkontrolle und für die Zielstabilität, damit wir die Waffe auch nochmal ruhiger bekommen. Und zu guter Letzt natürlich noch ein Fernkampfvisier. Ich kann euch hier nur das G16 2,5-fach empfehlen. Ihr könnt natürlich auch ein anderes spielen, das SVT zum Beispiel, also das kann man sich aussuchen. Ja, und so schaut dann jetzt unsere KGM40 Fernkampfklasse aus. Probiert das Setup auf jeden Fall mal so aus. Als Zweitwaffe für den Nahkampf kann ich euch die Mako 5 empfehlen. Hier könnt ihr auch einmal die Aufsätze dafür sehen, falls ihr die auch so spielen möchtet. Oder die Type 100, hier könnt ihr auch einmal die Aufsätze dafür sehen. Ja, das wär's dann jetzt eigentlich auch erstmal soweit. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwas unklar war, immer her damit. Jetzt im Anschluss könnt ihr die Waffe noch ein bisschen in Action sehen. Schaut euch das gerne noch an. Wenn ich euch mit dem Video auch weiterhelfen konnte und euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein! Tüdelü. Noch 25 übrig. Die Augen offen halten. Feindliche
Schützen an. Hier bewegt sich was. Feindliche Jäger haben deine Spur verloren. Du bist sicher. Feindlicher Soldat. Visiere den Feind an! Gas kommt! Keine Chance! Ab nach Hause!